Also nachdem wir die Auslosung gesehen haben, haben wir uns erstmal die zweite Runde zu überstehen als Ziel genommen. Weil Koreaner, da weiß man halt nie, was einen erwartet und die sind sehr stark immer. Und ja, dann haben wir uns das Ziel halt gesetzt, dass wir das versuchen wollen zu gewinnen. Jetzt habt ihr in der letzten Woche einen grandiosen Sieg gefeiert in Holland. Ihr habt die Dutch Junior gewonnen im Mixed. Was nimmt man sich so vor, wenn man, ja, Turnierfavorit will man nicht sagen, aber irgendwie geht man schon mit gewissen Erwartungen hier rein. Was habt ihr euch vorgenommen? Also ich denke, wir haben uns von Satz zu Satz gesteigert und konnten unsere beste Leistung abrufen. Und ja, wir wurden dann ja auch belohnt mit dem Sieg. Wir haben unsere Aufschlagssituation geändert, wir haben variabler gespielt und haben versucht, also auch mit Swip-Aufschlägen zu überraschen, und es hat insgesamt ganz gut geklappt. Mich motiviert das immer mehr, wenn die versuchen, mit Psychospielchen oder so uns rauszubringen, und also mir gefällt das, weil ich dann ein bisschen aggressiver werde und damit dann ein bisschen mehr mich pushen kann, dann läuft es mal besser. Also mir persönlich ist es wichtig, dass ich kommunizieren kann, sowohl mit meinem Partner als auch mit den Trainern. Das hilft mir persönlich viel. Und ja, es geht um die Spielsituation. Nochmal an Erinnerungen zum Beispiel, dass sie immer mit der Hand angenommen haben und dann einfach, dass man den Ball dann auch deckt und das sich einfach nochmal ins Gedächtnis ruft. Was muss jetzt passieren, dass wir euch morgen im Viertelfinale sehen im Mixed? Wir müssen nächste Runde überstehen und vielleicht Unterstützung der Fans wäre super. Ja, und dann nochmal so ein Spiel machen, wie auch bei Dutch oder wie jetzt eben das Spiel gegen Koreaner, und dann sieht es, glaube ich, gut aus. Ich denke, am Anfang war es so, dass wir es, wie besprochen, eigentlich umsetzen konnten, aber zum Ende hin war es dann so, dass der Herr sehr aggressiv in der Annahme war, und das fand ich auch schon unangenehm. Dann war es halt alles schwieriger, mit den Aufschlägen zu variieren, aber alles in allem war es ganz gut. Also wir haben, denke ich, eine ziemlich schwere nächste Runde wieder. Entweder Dänen oder Malaien. Und ich denke, da heißt es einfach wieder, es ist ein neues Spiel. Man muss wieder neu starten und dann mal sehen, was geht. Marc, wo siehst du dich morgen um 16 Uhr, jetzt nur bezogen auf das Mixed? Das ist eine gute Frage.